29. Dezember. In der Stadtpfarrkirche vor dem Wald liegt das Jesukind seelenruhig in seiner Krippe. Doch nach dem 8 Uhr Gottesdienst sollte alles ganz anders sein. Hab ich jetzt gesehen, dass das Jesukindl weg ist. Zwischen zwei Gottesdiensten ist am helllichten Tag das Christkind aus der Krippe gestohlen worden. Die müssen den Finger abfallen, die sind ja an sowas vergingen. Mehr dazu heute Abend auf TV Bayern Live.